Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6, müsste das sein, meines Let's Plays Prison Architect. In der letzten Folge wollten wir unseren Psychodoktor hier einstellen, den Psychologen, glaube ich, aber wir haben den noch nicht freigeschaltet, denn wir müssen das erst researchen hier. Dauert noch ungefähr eine Ingame-Stunde. Umschlagen wir mal ein bisschen die Zeit. Wir haben ja einen in Solitary anscheinend. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Aber er hat irgendwas gemacht, deswegen war er ein böser Bube und hat irgendwas gemacht. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob mir das anhört. Bin ein bisschen heiser, schätze ich mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. So genau, wahrscheinlich mehr erkältet oder so. Danger Level is low and is increasing. Okay. Serious Complaints. Ja, können wir nicht sehen, was es ist. Deswegen werden wir mal warten müssen, bis wir unseren Psychodoktor hier haben. Der kann uns dann, glaube ich, sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was die Complaints sind von denen. Ich habe auch hier gerade einmal ins Menü vorhin gerade eben geguckt. Ich habe gerade gesehen, es gibt hier auch noch jetzt neue, oder es gibt neue jetzt Sniper und Anwälte anscheinend. Ich weiß nicht genau, wofür die gut sind, aber es klingt lustig. Sowohl die Sniper klingen irgendwie witzig, als auch die Anwälte. Wofür auch immer die Anwälte gut sein können. Könnten. Aber warte, wir müssen mal kurz, glaube ich, einen Guard reinschicken, sonst können wir den nicht, nämlich nicht da reinstellen. Weil der böse Nebel des Kriegs ist. Und so. Außerdem haben wir, glaube ich, Deployment schon researched. Aha, dann wollen wir mal hier gucken. Aha, wir deployen mal da jemanden, da jemanden und in der Küche auch. Und in der Kantine auch, ich weiß gar nicht. Ah, gucken wir gleich mal. Erstmal müssen wir jetzt hier uns unseren Psychologen holen. So. Müssten wir nämlich, jawohl, jetzt sehen wir nämlich hier die Needs von den Prisonern. Von den Insassen. Ah, wo haben wir die denn? Da, was brauchen die denn? Recreation brauchen die ganz dringend. Okay. Und Spirituality, also Religion oder was? Ja, dass sie Schlaf brauchen, wundert mich jetzt nicht. Wir haben irgendwie in-game gerade relativ spät. Ah, in echt, in real life haben wir ausnahmsweise mal relativ früh. Ich nehme sonst mal mega spät auf. Ah, so, was wollte ich jetzt machen? Wir bauen den erstmal, ich würde sagen, wir bauen den mal einen Common Room, also so ein Entspannungsraum-Ding. Und wir bauen den am besten auch, mach den einfach mal genau so lang. Einen Common Room und einen Medical Ward, würde ich mal sagen, bauen wir auch mal. Ich glaube, ich glaube, für den Medical Ward kriegen wir, weil wir jetzt einen Psychologen auch schon haben. Ich baue den einfach mal genauso lang. Ist immer einheitlich gemacht. Was denn hier? Hier gibt es irgendwas das Plan-Tool-Ding. So, nur dass ich weiß, dass da später wieder eine Wand hinkommt. Ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt gerade mal wieder nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich nehme einfach mal an, 2-3 Minuten. Nicht, dass ich die Folge jetzt irgendwie so eine halbe Stunde lang mache. Ich habe mich gerade vergessen, auf die Uhr zu gucken. Professionell. Wir ziehen da auf jeden Fall mal die Wand hin. Aber da spielt die Wand haben wollen. Glaube ich doch, war das da? Na komm, wir machen das mal. Wir machen das mal so, ich glaube, das sind die Räume ein bisschen gleichmäßiger. Okay. So, dann brauchen wir nämlich einmal eine Staff Door. 2, 3, 1. Wieder schön unsymmetrisch. Ich bin ein Profi, was unsymmetrische Räume angeht. 2, 3, ja, hier auch. Na, wie habe ich das da gemacht? So baue ich das dann einfach mal. Und wir bräuchten damit noch ein, zwei mehr Guards, weil wir jetzt mehr Prisoner, aber beziehungsweise weil wir jetzt Deployed Guards haben. Ich stelle mal zwei Guards noch ein. Und wir haben kaum noch Geld, wir haben auch immer auf. Ehrlich gesagt, das ist nicht so gut. Deswegen sollten wir am besten erstmal hier den Medical Ward Bereich gleich fertig bauen. Wo sind meine, achso, da kommen die Arbeiter. Denn, wie gesagt, da gab es glaube ich einen Grant für. Ja, da ist er, der Grant. Nimm den schon mal an. Weiß gar nicht, ob wir schon Doktor, das Medic tun. Ah, dann müssen wir erst researchen. Ja. Okay. Ich war mir relativ sicher, dass man es erst researchen muss. Mich so irgendwie gewundert, wenn man das nicht researchen müsste. Man muss ja sonst alles researchen. Hat er jetzt hier eine Wand gezogen? Nein. Okay. Ihr wartet also. Die Wand müssen wir nämlich noch ziehen. Und zwar da. Kann ich schon das Doktor-Ding hier hinbauen? Das Infirmary-Ding.
Ne, ist noch nicht freigeschaltet, anscheinend. Dauert auch noch 5 Ingame-Stunden. Die sind scheinbar aktuell alle am Schlafen in ihren Zellen. Ist alle? Na, er schläft nicht hier. Oh, was ist das denn hier? Drugs oder was? Er braucht Drogen, okay. Also Hygiene und Recreation scheint hier gerade ein Problem zu sein. Der braucht auch Drogen, unser Gangmember. Hygiene auch hier Recreation. Der ist sowieso suppressed und alles. Der braucht gar nichts gerade. Er war in Solitary. Oh, der braucht hier. Das ist unser spiritueller Mensch anscheinend. Creation. Ja, ich denke mal, die brauchen alle hier gleich so ein Common Room, wo die mal, weiß nicht, so ein Pool-Table haben, wo die dann Billard spielen können oder was. Oder vielleicht ein Fernseher, irgendwie sowas. Ich glaube, sowas brauchen die mal. Weil die hier sogar Bücherregale hätten, theoretisch gesehen. Also sie könnten auch irgendwas von ihrer Zeit anfangen, aber anscheinend will das irgendwie hier keiner. Weil Bücherregal braucht anscheinend hier keiner. Alles Analphabeten. Guter Knast. So, und jetzt müssen wir mal kurz warten auf unser Research. Und unsere Janitors, die machen die anscheinend gerade gut sauber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was, weil da ist irgendwie nichts wirklich dreckig. Hier wäre was dreckig, da. Jetzt ist es nicht mehr dreckig. Was machen die ganzen Guards da eigentlich hier? Warum gammeln die alle auf dem Yard rum? Haben die nichts Besseres zu tun? Oder wie oder was? Wir uns mal ein bisschen um. Was macht der Arbeiter da oben? Aha. Natürlich. Ich meine, warum auch nicht einfach irgendwo draußen im Nirgendwo rumlaufen? Mache ich auch immer so. Ich habe auch nie was be oh, vor oh, ich sehe gerade four families waiting to visit. Wir haben auch noch keinen Visitation Table Room Dingsbums da. Also da kommen anscheinend Familien zum Besuchen, aber wir haben nicht mal einen Raum, in dem die besuchen können. Das sollten wir vielleicht auch mal umbauen. Ich weiß noch nicht, wo wir den hinbauen könnten. Vermutlich irgendwo ziemlich hier vorne hin. Ich wüsste noch nicht genau wo, weil hier kein Platz ist eigentlich. Hier könnten wir den irgendwie so in den hinteren Bereich bauen. Das war auch irgendwie schlecht. Ne, wir müssen mal gucken, wie bauen wir das. Aber wir könnten den hier vorne irgendwo an den Zaun bauen. Das wäre eine Idee. Da gucken wir gleich mal. Den brauchen wir unbedingt auch den Visitation Room, sonst die brauchen nämlich, glaube ich, auch hier jetzt, glaube ich, unter den Needs irgendwie Soziales, irgendwas. Oder war das nicht so? Literacy, ihr habt doch Bücherregale in eurem Zimmer, was ist euer Problem? Da, Family, da ist es, da ist es nicht. So. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade die Research hier abgeschlossen. Dann können wir nämlich jetzt hier unser Infirmary-Ding reinbauen. Man braucht da drin nur Medical Beds, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. Wo sind die? Da. Bau den mal zwei hier rein. Nämlich ganz schön teuer. Und dann gab es auch noch Morgue Slabs, glaube ich, so heißen die Dinger. Das ist, da kommen Leute drauf, die gestorben sind. Die Dinger. Na, wo sind die denn hier? Die wollen wir auch mal direkt mal bauen, falls hier uns einer verreckt. Die bauen wir aber nur ganz klein. Weil die keine feste Minimalraumgröße haben. Deswegen können wir hier, wenn ich sie finde, wo sind die denn? Ich such's einfach mal manuell. Deswegen können wir die ganz klein machen. Dieses kleine Feld einfach drauf klatschen. Das wird dann so vom Spiel akzeptiert. So. Damit kriegen wir gleich die Nummer 10.000. Das ist schon mal sehr gut. Und damit können wir dann gleich unseren Common Room hier bauen, damit unsere Prisoner vielleicht auch ein bisschen Spaß im Leben haben. Oder auch nicht. Okay. So, dann machen wir doch mal Common Room. Schon großen bauen wir mal direkt mal hier. So. Und da bekommen die jetzt hier ihren. Das Ding ist hier nicht symmetrisch, das nervt mich schon wieder. Wobei, so geht's sogar. Bauen wir mal ein Pool-Table rein. Und dann kriegen die hier auch noch einen Fernseher. Bringen sie den hin, den bauen wir mal. Wo ist hier vorne bei dem Fernseher? Ah, so musste der. Ja, okay. Bauen wir den mal. Bauen wir den mal dahin. Da baue ich auch nochmal einen hin. So, na komm, nehmen wir direkt mal hier so ein großes Sofa.
Kann man leider nicht ganz symmetrisch hinstellen, aber egal. komm, wir stellen mal einen Abfalleimer hier in den Raum rein. Ich weiß nicht, wie rum der hier richtig rumsteht. Ich glaube, so rum steht er richtig rum zur Wand. So. Telefon kriegen sie hier noch rein. Ich glaube, ich schmeiße gerade ein bisschen sehr viel Geld raus für den Raum, aber egal. Hauptsache, die Prisoner sind glücklich, sonst gibt's hier Radau. Und ein Radio stelle ich ihnen auch nochmal in den Raum rein. Schön, dass irgendjemand auf Skype online gekommen ist. Ich habe wieder vergessen, mich auf Skype offline zu stellen. Passiert mir nun wieder beim Aufnehmen. Werde ich dann bei der nächsten Folge wahrscheinlich machen. So, und dann bauen wir jetzt hier mal den Bespaßungsraum. Ich weiß gar nicht, ob die Fernseher extra Stromanbindung brauchen. Ich glaube nicht. Ah, wo ist das denn hier? Utilities? Ja, da ist es. Ah, tatsächlich nicht. Okay, das ist gut. Vielleicht bauen wir noch ein zweites Telefon dahin. Ja, komm, wir bauen hier noch ein zweites Telefon hier rein. Oh ne, besser, wir bauen. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn man so Toilette mitten im Raum stehen hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, das selbst auf Knaststandard schon ziemlich niedriges Niveau. Ich glaube, hier gibt es gerade irgendwie ein bisschen Radau. Du da, warum hängst du da auf? Geh mal in die Dusche. Ich will da Überwachung haben. Irgendwie, die wirken gerade nicht so glücklich. So generell. Nicht, dass hier Kloppe gibt. Man duscht hier scheinbar in Ruhe noch. Wie lange das anhält, ist fraglich. Aha, da hat einer anscheinend etwas eingesteckt. Ach, das ist wieder hier unser Freund, der schon mal was eingesteckt hat. Alles klar. Der Lovegrove, der hatte vorhin schon mal hier Solitary gehabt. Na komm. Haben die jetzt mal Lockdown? Nee. Oder? Haben die jetzt danach? Freetime, alles klar. In dem Falle möchte ich doch bitte mal die Zelle von dem untersucht haben. Wer weiß, was der da drin noch eventuell versteckt hat. Ich glaube. Oh, wir haben ja Radaustimmung anscheinend. 9 Stück haben Serious Complaints. Ja, das dürfte sich gleich geben. Ich glaube, wenn man das hier durchsucht, während er nicht in der Zelle ist, dann und halt nichts gefunden wird, dann weiß der gar nicht, dass es durchsucht wurde. Ich glaube, die AI ist nicht übermäßig schlau, also beziehungsweise unmenschlich schlau. So, geh da bitte nochmal rein. Die sind hier gerade alle in der Dusche. Das ist mir ein bisschen brenzlig, die Situation hier gerade. Das heizt sich da immer noch alles an und auf. Ja, das ist nicht so gut. Vielleicht sollten wir die Freetime mit der Eat-Timer austauschen, weil ich glaube, die sind auch alle gerade relativ hungrig. Oh, die brauchen alle dringend hier ihre Familie. wobei Essen ist gar nicht mal so dringend, das Need. Recreation und Family ist aktuell. Und Hygiene, warum? Was? Hat sich hier gerade einer den Boden voll gekotzt oder was? Das sieht irgendwie so aus. Was ist jetzt passiert? Anscheinend haben mehrere das sogar gemacht. Was ist jetzt passiert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal, wir können sie direkt wieder abduschen. Ist ja alles gut. So, jetzt haben sie gleich Free Time. Dann können sie erstmal in den Common Room da reingehen. Ist alles gut, hoffentlich. Du, dann mach mal hier die Tür auf. Na, macht schon andere. Dann gehen wir hier rüber in den Common Room. Ich habe das Gefühl, die gehen da jetzt alle rein. Und ich denke mal, die werden da jetzt alle reingehen. Ihm scheint tatsächlich so zu sein. Oder auch nicht. Die gehen anscheinend lieber in ihre Zellen. Und unser Gangmember muss anscheinend hier mal überprüft werden. Der hat hier anscheinend böse Dinge getan. Der geht auf Klo. Jetzt gehen sie alle auf Klo anscheinend. Okay. Großes Massenpinkeln hier. Anscheinend. Bis auf den da, der darf nicht. Wo hat der den denn her? Wurde der mit schon Schlagstock geklaut? Okay. Was wird jetzt hier gemacht? Wo ist der hin? Ach da. Jetzt hier in den Common Room oder was? Anscheinend. Der geht jetzt hier hin und guckt anscheinend Fernsehen, okay. Ich denke mal, das Problem haben wir jetzt erstmal gelöst. Ich denke mal, das wird sich hier gleich auch wieder alles entspannen. Auch wenn 9 Prisoner Serious Complaints haben. Aber das können die jetzt hier alle stören. Warum Family? Warum ist Family positiv? Achso, die telefonieren hier wahrscheinlich gerade oder was? Ne. Ist Family immer noch? Geht immer noch runter? Also der Family-Wert geht angeblich gerade runter. Ich weiß aber nicht warum, weil ich hier nirgendwo irgendwelche Familienmenschen sehe. Ich vermute jetzt. Oh, da ist ein Polaroid. Ich vermute jetzt einfach mal,
Ja, die telefonieren ja gerade, dass die mit ihrer Familie telefonieren oder sowas, ja, anscheinend. Anscheinend hilft das auch gegen den Familiewert, in Anführungszeichen. Okay, das ist gut. Dann dürften sich die. Ja, jetzt geht auch das Gefahrenmeter da oben runter. So. Und dann würde ich sagen, den Visitation Table bauen wir in der nächsten Folge, denn ich glaube, wir sind schon bei 15 Minuten oder sowas um den Dreh. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.